liebe Zuschauer, liebe Episoden. Zu dem heutigen Thema, das ist wirklich interessant, denn ich bin ja, wie gesagt, kein Fan davon, in irgendeinem Fliegenschiss an der Fensterscheibe ein UFO zu sehen. Aber in diesem Fall ist es ein bisschen anders geartet. Und zwar geht es mir heute um Folgendes. Der Mythenmetzger hat ja letztes Jahr ein Video hochgeladen, wo es um das Cecil Hotel geht. Das hat mich echt gefreut, denn ich habe mich auch schon lange nicht mehr mit diesem Thema beschäftigt. Und ich habe mir dann das Cecil Hotel nochmal angeguckt. Und das Cecil Hotel, wenn ihr da noch weiterführende Informationen sucht, kann ich euch nur das englischsprachige Wikipedia empfehlen, denn die Artikel sind hier deutlich länger und informativer zu dem, was hier zum Beispiel jetzt auch im Fall des Cecil Hotels an Informationen bei Wikipedia alleine schon verfügbar ist. Natürlich ist es immer sinnvoller, außerhalb von Wikipedia sich Informationen zu beschaffen, aber ich glaube, das weiß jeder von euch. Jedenfalls, ihr habt auch die Möglichkeit, was ich auch immer total nett finde, das Ganze heißt ja heutzutage Stay on Main Hotel und ihr seht schon hier, wo das located ist und wenn wir hier das Männchen reinwerfen in die Street View, dann habt ihr auch die Möglichkeit, als wenn ihr dort vor Ort wärt, das Hotel zu sehen. Und hier sehen wir ein anderes Problem, welches in der Skid Row ist, das ist die extreme Armut und die extrem vielen Obdachlosen. Aber schauen wir uns erstmal das Hotel an, das finden wir. Wenn wir hier rüber schauen, sehen wir hier das Hotel Cecil. Und das Schöne ist, ihr kennt es ja selber, da kann man hier die Straße hoch und runter fahren. Fahren wir mal ein Stück weiter in die Richtung. Und dann sehen wir auch hier das Cecil Hotel. Und ihr seht es hier auch noch, hier stand früher mal Monthly und jetzt ist nur noch Daily und Weekly Rates, 700 Zimmer. Genau, fahren wir mal vor die Haustür. So sieht das Cecil Hotel aus und wie gesagt, mir macht es immer Spaß. Das sind sogar aktuelle Bilder, Februar 2021. Und was halt nicht so schön ist, mir tun die Leute auch sehr leid. Hier sehen wir Obdachlosenlager en masse und das zieht sich hier wirklich dieses ganze Straße runter. Ihr seht es hier selber, das sind sogar Waschmaschinen hier aufgebaut worden, wahrscheinlich von der Stadt, dass die Obdachlosen hier auch ihre Wäsche waschen und trocknen können. Genau, das Ganze befindet sich, wenn wir hier mal aus diesem Street View wieder rausgehen, dann befindet sich dieses Hotel im Downtown Los Angeles. Also und ich zeige euch hier mal eine Karte von dem Downtown Los Angeles, also hier Innenstadt von Los Angeles und dann ist es genau dieser Bereich, das ist die Innenstadt, also das Downtown. Auch sehr gefährlich, also wenn ihr mal in Los Angeles seid, es ist zwar ein bisschen besser geworden, aber in den USA sind meistens die Downtowns, also die Stadtkerne eigentlich sehr gefährlich. Wir sehen hier das auch schön eingezeichnet und ich habe, hier sehen wir nochmal eine Karte, ich habe mir dann Gedanken gemacht, weil ihr wisst ja, ich liebe meine Indianergeschichten. Und das wäre nicht das erste Mal, dass das Hotel vielleicht auf einem Indianerfriedhof oder auf einem zeremoniellen Platz, dass die das Hotel dahin gebaut haben. Und das hat mich dann wirklich interessiert. Ich habe dann angefangen danach zu suchen und habe dann was Interessantes gefunden. Denn es gibt hier eine Seite, die sich etwas Tollem verschrieben hat. Und zwar, ich übersetze uns das mal ins Deutsche. Moment, muss ich hier kurz freischalten. Zack, zack. So, auf Deutsch. Jo, hat super geklappt. Okay, will er gerade nicht, ist in Ordnung für mich. Und zwar, die Seite versucht hier das Los Angeles mit Karten, sofern verfügbar, ist natürlich schwierig zuzuordnen, welche Indianerstämme dort oder indigenen Stämme dort früher gelebt haben. Und wenn wir hier mal auf die Karte schauen, hier habe ich schon für euch übersetzt, hier steht drin, eine Karte von Los Angeles erzählt nicht die Geschichte seiner Bewohner. Diese Geschichte umfasst vielschichtige, sedimentierte Kulturgeografien des indigenen Los Angeles, darunter die Tongva und Tataviam,
die um die Anerkennung ihrer heiligen Orte kämpfen. Indianer, die von ihrem Land vertrieben und durch die Regierungspolitik des Siedlerkolonialismus vertrieben wurden. Und indigene Diasporas aus Lateinamerika und Ozeanien, welches von Vertreibung als Folge von Militarismus, neoliberaler Wirtschaftspolitik und sich überschneidenden Kolonialgeschichten getrieben wurde. Wenn wir die pazifischen Inselbewohner und die indigene Diaspora Lateinamerikas betrachten, hat Los Angeles die größte indigene Bevölkerung jeder Stadt, jener überhaupt in den USA, während viele argumentieren würden, dass es nicht ein Los Angeles, sondern mehrere Los Angeles gibt. Und das ist tatsächlich so. Also Los Angeles ist ein riesen Sammelsurium von Städten, was dann zusammen Los Angeles ergibt. Und was hier ganz toll gemacht worden ist, wir sehen hier diesen Bereich, wo Los Angeles auch liegt. Und wenn wir hier zum Beispiel auf die Karte vom Cecil Hotel nochmal gehen, wir sind hier bei Google Maps, das befindet sich genau hier in Downtown. Wenn wir hier mal rausscrollen, dann sehen wir hier im Vergleich jetzt zu der Karte, wir reden genau von dem Gleichen. Also war hier natürlich eine indigene Bevölkerung auch früher sesshaft. Und was mir auch nicht bekannt war, ich kenne mich ja doch einigermaßen gut aus mit den Indianern, aber mich interessieren hauptsächlich, sage ich mal, die Indianer der Oststaaten oder der damaligen Oststaaten, Mittel-Nordamerikas und den nordwestlichen Indianern. Unten im Süden war ich noch nie und das ist wirklich interessant, weil wir hier auch diesen Einfluss mit drin haben, was ja hier in dem Artikel auch genannt wurde, und zwar, dass wir hier von den, wo haben wir denn das hier stehen? Genau, von Lateinamerika und Ozeanien. Genau. Und durch die Begriffe, die hier drin genannt worden sind, da habe ich dann auch mal angefangen nachzuschauen, und zwar die Tongva. Das sind alles englischsprachige Wikipedia-Seiten, die mehr Inhalt bieten als die deutsche. Also ihr seht es hier als Beispiel nur die englischsprachige Tongva-Seite, die ist relativ lang. Und wenn ich mir die deutsche Tongva-Seite dazu anschaue oder die deutschsprachige, dann ist sie relativ kurz. Also als kleiner Geheimtipp, schaut es euch, wenn ihr bei Wikipedia was sucht, auf der englischen Wikipedia-Seite die Artikel an, übersetzt euch die per zum Beispiel der Möglichkeit in Google Chrome, das hier gleich zu übersetzen. Genau. Es gibt hier diese Tongvas, und Tongvas, das ist ein indigenes Volk Kaliforniens aus dem Los Angeles Basin, also auch da, wo das Cecil Hotel liegt, und den südlichen Kanalinseln. Ein Gebiet, das ungefähr 4000 Quadratmeilen umfasst. In der vorkolonialen Ära lebten diese Menschen in bis zu 100 Dörfern und identifizierten sich hauptsächlich durch ihre Dorfnamen und nicht durch einen pantribalen Namen. Während der Kolonialisierung wurden die Menschen als Gabrieleno und Fernandeño bezeichnet, Namen abgeleitet von den spanischen Missionen. Das könnt ihr euch dann auch gerne mal selber durchlesen. Haben wir hier schon mal das eine. Und wenn man sich diesen Artikel durchliest, dann kommt man hier drauf, dass die an eine Gottheit glauben. Lasse ich das noch kurz hier, wenn wir hier mal auf die Mythologie gehen. So, müssen wir hier ein bisschen runterscrollen. So, Kultur. Und dann haben wir hier auch irgendwann mal. Ihr seht selber, also die englischsprachigen Dinger, die sind unwahrscheinlich toll. Und dann kommen wir hier unten auch auf Chinix. Und da schauen wir uns als nächstes rein. Chinix und oder Chinish und noch verschiedene andere Aussprachen, auch bekannt als Quawa oder Quava, unter den anderen Namen einschließlich Uyamot, Tobet und Saor, ist eine wichtige mythologische Figur der Missionsindianer an der Küste Südkaliforniens, einer Gruppe von Takik sprechenden Völkern, die heute im Payum, Kawichum, Tongva unterteilt sind und Achkajemen oder Huaneño Völker. Chinix, also entschuldigt meine Aussprache, falls ich es immer wieder falsch ausspreche, wurde geboren oder erschien zum ersten Mal nach dem Tod von Wyatt, einem tyrannischen Herrscher der ersten Wesen, der von seinen Söhnen vergiftet wurde. Wyatts Ermordung brachte den Tod in die Welt und als Konsequenz teilte der männliche Schöpfer Neid die ersten menschlichen Vorfahren in verschiedene Völker ein und wies ihnen Sprachen und Territorien zu. Und es ist hier eine riesen Mythologie dahinter.
wo ich noch am Lesen bin. Ich zeige euch dann auch hier gleich mal Seiten, wo ich am Gucken bin. Und zwar haben wir hier diesen Gabrielino, mythische Figuren. Dann gibt es hier die Mythologien der Missionsindianer, also sprich der Indianer in diesen Becken in Südkalifornien, wo auch das Cecil Hotel liegt. Und da bin ich mal gespannt, was ich hier drin finden werde. Aber jetzt kommen wir mal zu dem, was ich gefunden habe. Und zwar, ich habe mir auch Bilder angeguckt von diesem Hotel, also von diesem Cecil Hotel oder heute Stay on Main Hotel. Und man sieht hier Bilder, wo ich auch sagen muss, es ist, man merkt von diesem Bau von 1924 ist er doch, glaube ich, schauen wir nochmal kurz. 1924 hat es aufgemacht, 20. Dezember. Genau. Man sieht hier die noch viele Teile, wie prunkvoll das damals gebaut wurde und viele dieser, sag ich mal, alten Architektur, also auch hier im Eingangsbereich und so weiter, die sind nach wie vor vorhanden und das ist wirklich toll. Die Zimmer sind sehr spartanisch zum größten Teil eingerichtet, also, aber es ist, war immer oder war in der heutigen Zeit ein Hotel, ein günstigeres Hotel. Und es war auch sehr lange eine Möglichkeit, Wohnungen anzubieten für einkommensärmere Menschen, die dort leben. Aber dazu später noch mehr, da kann ich euch dann noch ein bisschen mehr erzählen. Jetzt kommen wir mal zu dem hin, was ich gefunden habe. Ich schaue mir diese ganzen Bilder an und zum Beispiel haben wir wieder diese Essenssäle. Das sieht wirklich krass aus. Das sieht aus wie in einem Bahnhof in Amerika, wo ich auch schon mal war. Also toll mit diesen ganzen Verzierungen und so weiter. Und dann finden wir hier auch ein Bild von einer Bar. Und bei diesem Bild, wo ich dann drauf geklickt habe, das hat hier jemand anscheinend in der Nacht oder am frühen Morgen aufgenommen. Ich denke mal, hier ist Frühstücksbuffet angerichtet und ihr seht schon, hier sind irgendwie komische Störungen drin. Die habe nicht ich hinzugefügt, sondern ein Mensch namens J. Salinas hat dieses Bild irgendwann mal hier hochgeladen. Und ich habe dann dieses Bild, weil das schon komisch aussieht, habe ich dann in Photoshop übernommen. Ich zeige es euch hier mal. Ich habe hier schon ein wenig an der Helligkeit gespielt. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, das Ganze darzustellen, weil jeder von euch, der mir gerade zuschaut, schaut sich mein Video auf einem anderen Ausgabegerät an. Aber ich denke, so wie ich es jetzt aufbereitet habe, dass man mir da schon folgen kann oder dass man auch sehen kann, was ich hier gefunden habe. Genau. Das Erste, was mir aufgefallen ist, und zwar, wenn ihr mal da unten hinschaut, Moment, ich nehme mal ein anderes Tool, wenn ihr mal in diesen Bereich reinschaut, dann sieht es doch aus wie hier zwei Augenhöhlen, einer Nasenhöhle und einer Mundhöhle. Und das Ganze habe ich dann mal überlagert mit einem Totenschädel. Natürlich habe ich nicht den Original-Totenschädel, angenommen es wäre einer, der in diesem Bild, warum auch immer, auftaucht. Aber ihr seht hier, da ist eine gewisse Ähnlichkeit da. Ich mache hier mal die Sichtbarkeit der Ebene noch geringer und dann blende ich sie mal ein und aus. Ihr seht, es würde sich decken. Natürlich, wie gerade eben gesagt, ist es ein Beispielschädel, den ich da gefunden habe. Und den ich sehe hier auf alle Fälle, ich meine Pareidolie, braucht man nicht drüber reden, dass man Sachen sieht in zum Beispiel Wolken oder in Wäldern oder in anderen Strukturen, die gar nicht vorhanden sind, wo das Auge einem einen Trick spielt und man meint, dass man was sehen kann. Aber ich finde, diese Sachen, die ich hier drin sehe, die sind so prominent sichtbar, dass das schon sehr merkwürdig ist. Also ich möchte es nicht behaupten, dass es die Wahrheit ist oder dass ich hier tatsächlich in dem Bild nachweisen kann, dass hier ein Totenschädel drin ist. Also ich denke, ihr versteht mich da schon richtig, aber für alle, die mich nicht kennen, ich versuche hier nur ein merkwürdiges Bild zu analysieren. Und das Nächste, was mir auffällt, hier drüben ist auch etwas. Und zwar, das erste Mal, wo ich das gesehen habe, war mein erster Gedanke, das sieht aus wie ein Indianer, der einen zeremoniellen Kopfschmuck trägt. Ich habe dann Folgendes gemacht. Ich habe hier, bleiben wir mal bei dem Schwarz-Weiß-Bild, denn für mich ist es gerade so hier noch sichtbarer und ich habe dann nach Schädeln gesucht. Und zwar würde dieser
Indianerschädel hier perfekt passen. Ich blende ihn mal ein und immer wieder aus. Ihr seht zum Beispiel an dem Punkt, wo die Nase ist, dass das perfekt passen würde, auch wo der Mund ist und die beiden Augen von dem Indianerkopf hier. Also ich kann euch nur empfehlen, schaut euch selber die Bilder an von, oder auch gerade dieses Bild bei Google zu dem Cecil Hotel. Und wo ich das hier schwarz-weiß hatte, ist mir noch ganz was anderes aufgefallen. Und zwar im Schwarz-Weißen sieht dieser Totenschädel hier unten nicht mehr aus wie ein Totenschädel, sondern er sieht aus wie ein Frauenkopf, der kein Totenschädel ist, sondern ein Frauenkopf. Ich habe hier mal einen Frauenkopf reingelegt, der mir am Anfang gut gefallen hat, aber dann doch nicht so gut gefallen hat, sondern ich habe dann einen anderen gefunden, der mir viel besser passt, und zwar das Gesicht schaut nach oben, also man sieht hier die Lippen, die Nase, die Augen, und da passt dieser Blick, also diese Kopfneigung besser noch dazu. Und in dem Schwarz-Weißen sehe ich hier diesen Frauenkopf. Und wie gesagt, hier drüben dieser Indianerkopf. Also das ist, ich blende es mal hier mit ein, ich mache die Ebene ein bisschen weniger sichtbar. So, genau. Und dann ist es wirklich so, das Bild ist ja auch nur ein exemplarisches Beispiel dafür, dass der noch einen größeren Kopfschmuck trägt und er ist auch bis hierhin ungefähr sichtbar, diese Statur von dem Indianer, nenne ich ihn jetzt mal. Und wenn wir hier in den Hintergrund reinschauen, dann sehe ich hier noch ganz andere Sachen. Ich sehe ja sowas Ähnliches wie ein Kreuz. Ich sehe hier Sachen, die ich nicht ganz zuordnen kann, was es sein soll. Und nach oben gehen hier auch so Sachen weg. Aber die zwei wirklich auffälligsten, ja, obwohl jetzt sehe ich sogar noch ein drittes. Ich sehe hier einen Kopf von der Seite mit so einer extremen Hakennase. Also wirklich ein Profil von einem Kopf, Menschenkopf vielleicht, ein dämonisches Wesen, eine Mischung aus Mensch, Dämon, keine Ahnung. Wie gesagt, schaut es euch mal selber an. Es ist wirklich strange. Also ich, wie gesagt, ich habe das hier in dieses Originalbild nicht hinein gefaked oder irgendwas. Und am Ende ist es vielleicht nur Rauch von der Zigarette von dem Fotografen, der das Bild aufgenommen hat. Es ist Dreck auf der Kamera, es ist Staub, der durch den Blitz von der Kamera hier mit aufgenommen wurde. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass ich solche Aufnahmen schon oft gesehen habe und ihr auch. Und manchmal sieht man hier mehr, als was man vielleicht sehen sollte. Ich bin dann auf die Suche gegangen und das ist wirklich schwierig, hier von der indigenen Bevölkerung zeremonielle Kleidung zu finden. Man findet viele Bilder, das sind aber sehr neuzeitige Bilder. Bei erweiterter Suche bin ich über was anderes Lustiges gestolpert, und zwar über dieses Bild hier, was mit den indigenen Völkern in Kalifornien nichts zu tun hat, denn was wir uns hier angucken, das nennt man Nutin Paiva, und das ist nicht mehr, das ist hier bei uns in Europa, aber ihr seht, genau sowas meine ich, also sowas war ich am Suchen, und ich kann euch jetzt nicht sagen, ob die Tongva, ob die auch solche Kleidung trugen. Ich habe dann mal hier weitergesucht, habe dann nach alten Bildern auch gesucht, und wir sehen hier, sag ich mal, sehr humane Bilder. Parallel dazu, ich sammle ja, bin ja alter Jäger und Sammler, ich kann euch hier mal eine kleine Sammlung zeigen von Indianerbildern, die sich in den letzten 2-3 Jahren bei mir angesammelt haben, nur um mal die Pracht der indigenen Völker von ihrer zeremoniellen Kleidung mal kurz zu zeigen, was die denn da alles gemacht haben. Und ihr seht hier immer wieder diese Tierköpfe, die auch präsent sind, wo auch versucht wird, ein Tiere, sag ich mal, gewisse physikalische Merkmale wie die Hände oder den Kopf größer darzustellen. Also wirklich ganz tolle Sachen, auch ein bekanntes Bild, denke ich mal. Tolles Bild, ja, hier etwas, was sie immer bedroht, und aber sie auch Herr darüber werden und dann auch wie die Germanen in dessen Kleidung andere Menschen, andere Völker abschrecken können. Hier nochmal in Farbe das andere Bild, hier getarnt mit den Sachen wie hier von Tannenbäumen, die Zweige,
auch ein unbeschreiblich interessantes Bild, unheimlich auch, hier auch sehr toll, Wahnsinn, auch beeindruckend. Das sind Schwarz-Weiß nochmal hier, das haben wir auch gerade gesehen, das ist auch Wahnsinn. Also nur, dass ihr mal so ein Gespür dafür bekommt, das ist schon toll, was die alles so an rituellen, zeremoniellen Kleidung haben. Ich denke mal, mich hat es nämlich interessiert, ich denke, vielleicht interessiert das auch noch viele andere, ob man in diesem Cecil Hotel, ob man da drin überhaupt noch übernachten kann. Und was hier interessant ist, dass es ja im Jahr 2007 wurde das Hotel für 26 Millionen Dollar verkauft und ein Teil davon wurde renoviert und dann in das Stay on Main Hotel umbenannt. Der andere Teil des Gebäudes blieb an Langzeitmieter aus dem umliegenden Skid Row Gebiet vermietet. Dann im Jahr 2014 kaufte der Hotelier Richard Bourne das Anwesen für 30 Millionen Dollar und es blieb weiterhin geöffnet. Im Jahr 2017 wurde das Gebäude jedoch geschlossen, um es einer kompletten Renovierung zu unterziehen. Da ist dann auch Corona dazwischen gekommen, was ich noch woanders lesen konnte. Und das Ganze wurde dann im Oktober 2021 abgeschlossen. Und Berichten zufolge werden die neuen Renovierungsarbeiten 299 Hotelzimmer und 264 bezahlbare Wohneinheiten umfassen. Und das Dach, der Ort, an dem Elisa Lams Leiche gefunden wurde, das soll offenbar in einen Erholungsraum für Hotelgäste umgewandelt werden. Die Webseite des Hotels, die funktioniert nicht, das stimmt. Und es gibt eine aktive Yelp-Seite und diese aktive Yelp-Seite, die zeigt euch hier an bei dem Stay on Main oder The Cecil. Es ist wieder geöffnet und das seit kurzem erst. Also man kann hier tatsächlich da sich wieder einbuchen und es gibt kein WLAN, was sehr interessant ist. Und für alle, die meinen, dass sie das Hotel schon mal gesehen haben, und zwar stimmt das nicht ganz, wenn ihr American Horror Story meint, die fünfte Staffel, dann ist das Cecil Hotel die Inspiration zwar gewesen, aber als Außenfassade wurde das James Oviatt Gebäude hergenommen und das befindet sich gar nicht mal so weit weg vom Stay on Main. Ihr seht hier unten ist das Stay on Main und das James Oviatt Gebäude, das befindet sich hier drüben. Und zwar kann ich euch das auch beweisen. Zack, muss ich ja nur reinhüpfen. Und dann sehen wir hier, jetzt muss ich mich gerade erstmal selber zurechtfinden. Ja genau, wir sind ja schon direkt vor der Haustür. Hier ist das Gebäude und hier unten ist, sage ich mal, der Bereich, der bei American Horror Story auch hergenommen wurde. Der Rest von dem Ganzen wurde im Studio auf Soundstages gedreht und ein guter Beweis, warum das so ist, ihr seht es hier unter den Fenstern, diese halbkreisförmigen Aussparungen. Und wenn wir uns hier ein Bild aus American Horror Story anschauen, das ist das gleiche, wo dann hier dieses Hotel Cortez gedreht wurde oder die Außenfassade dafür hergenommen wurde. Und ich habe euch hier mal ein paar Setbilder von American Horror Story von Hotel Cortez hergetan. Soundstages, die da benutzt wurden. Das sind, denke ich mal, hier 3D-Konzeptzeichnungen, die dann hergenommen worden sind. Genau. Jedenfalls, da, wenn ihr mal in Los Angeles seid, dann lohnt sich das, denke ich mal, auf alle Fälle, hier beiden Hotels mal einen Besuch abzustatten. Wie gesagt, die sind unweit voneinander entfernt. Hier das James Oviatt Building und hier unten das Stay on Main. Aber um das nochmal hier zu zeigen, dieses Bild, da lade ich euch wirklich herzlich ein, dass ihr da mal selber euch das anguckt. Ihr könnt es dann mit Bildbearbeitungsprogramm da noch rumspielen. Schaut euch auch gerne die anderen Bilder an. Ich werde euch den Link zu dieser Bilderübersicht, die werde ich euch in die Videobeschreibung reinkopieren und dann würde ich mich echt freuen, wenn ihr auch mal schaut und wenn ihr da was seht, was ich jetzt nicht gesehen habe oder vielleicht sogar das so gut bearbeiten noch könnt über irgendwelche anderen Filter, wo ihr sagt, man kann das noch viel deutlicher erkennen, würde ich mich freuen, wenn ihr das irgendwie in einem Video bei euch selber, falls ihr einen Kanal habt, hochladet, dann würde ich mir das gerne anschauen oder ihr schickt es mir per E-Mail und dann schaue ich mir das auch gerne an. Und das andere, was ich euch noch, was ich euch noch sagen wollte, ich schaue mir die Mythologie an. Wie gesagt, das ist für mich noch neu. Ich habe mich mit diesen südkalifornischen
indigenen Völkern und deren Mythologie noch nicht beschäftigt. Wenn ich hier irgendwas Interessantes finden sollte, dann ist es natürlich eine gute Geschichte für meine Playliste der Indianerlegenden und Sagen. Und dann hören wir vielleicht dazu auch ein Video von mir. Genau, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das war interessant und auch ein bisschen unheimlich mit diesem Foto zusätzlich noch als Idee. Aber es würde mich bestätigen in der Annahme, dass hier tatsächlich dieses Cecil Hotel, warum auch immer, oder das heißt warum auch immer, dass dieses Cecil Hotel vielleicht tatsächlich auf einem Indianerfriedhof oder auf einem zeremoniellen Platz der indigenen Völker hier erbaut wurde, weil einfach das ganze Gebiet damals von diesen indigenen Völkern besiedelt wurde und die Europäer dann diese indigenen Völker vernichtet und vertrieben haben. Genau. Das schließt mein Video für heute ab. Ich wünsche euch was. Wir hören uns beim nächsten Video. Bleibt's gesund und macht's es gut. Euer Peso. Servus.